Freunde, wir haben heute mal ein paar niedliche Fledermäuse für euch gestaltet aus Pappmaché. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Halloween naht in großen Schritten und wir haben uns überlegt, wir brauchen noch eine kleine Deko. Und da habe ich so eine tollen kleinen Fledermäuse gefunden bei, ja, oder die sind von Dekopatch. Die kann man einzeln kaufen und die gestalten, wie man möchte. Oder man kann die so als Set kaufen. Und da ich zwei haben wollte, die wir bei uns hinhängen, habe ich einmal so ein Set und einmal das Einzelne. In dem Set ist jetzt auch wieder eine Fledermaus drin, ist ja logisch. Dieses Mal in Weiß. Dann ist da gleich Papier mit dabei, weil man Dekopatch ist ja eigentlich so eine Papiergestaltung. Da ist dann gleich Kleber mit bei, da ist ein kleiner Pinsel mit bei. Und wir zeigen euch einfach mal zwei Varianten, wie man solche Fledermäuse dann jetzt für Halloween dekorieren kann. Hier sind dann jetzt zwei verschiedene Papiere mit drin. Und bei Dekopatch ist es ja eigentlich so, dass man dieses Papier jetzt hier drauf klebt. Wir wollen jetzt aber, so wie das hier drauf ist, dieses schwarze Papier nur an diesen, naja, knochigen Stellen haben. Und dieses hellere soll hier die Flügel und sowas darstellen. Oder auch werden. Und jetzt müssen wir das irgendwie hier drauf kriegen. Das geht natürlich nicht, wenn ich mir jetzt da große Stücke zuschneide. Da brauche ich ganz kleine Stückchen oder lange Stückchen. Also ich mache mir dann jetzt bloß so eine schmalen Stückchen. Ein paar lange und ein paar kurze. Und versuche das dann da irgendwie drauf zu bekommen. Also für die Leute, die das hier immer so zeigen, die haben da bestimmt einen Haufen Ahnung von. Die machen das täglich, stündlich, was weiß ich. Und wenn man das das erste Mal macht, ich habe ja auch bloß ein Set davon, muss man sich das halt ausprobieren, wie das geht. So geht euch das nachher dann auch. Ihr habt ja auch bloß ein Set davon, ihr kauft ja bestimmt auch keine 100 Stück. Und dann muss man halt mal gucken, wie man das am besten hinkriegt. Von dem Dekopatch ist ja jetzt hier einmal Kleber dabei, aber da ich schon einen offen habe, ich habe ja schon öfter mal damit gearbeitet, nehme ich natürlich meinen offenen Kleber und versuche jetzt hier diese, wie soll man dazu sagen, das Skelett von der Fledermaus mit diesem schwarzen Papier zu gestalten. Da wird jetzt wie bei Serviettentechnik einmal der Kleber aufgestrichen und dann dieses Papier drüber gelegt und wieder Kleber drüber gestrichen. Das ist eigentlich fast das gleiche wie Serviettentechnik. Oder Dekopage, aber das soll ein bisschen anders sein. So. Na komm. Kann man mit dem Pinsel auch diese Streifen hier aufnehmen und feststreichen. Sehr langwierig. Ja, diese kleinen fusseligen, sonst wenn man kann richtig große Tierchen damit gestalten und wenn man dann ein bisschen größeres Papier nimmt oder dann geht das alles relativ schnell. Aber wenn man jetzt hier genauer arbeiten möchte, jetzt nur das Skelett machen möchte, dann muss man da natürlich ein bisschen präziser irgendwie die Teile da so hinkleben, erstmal hinkriegen. Wir zeigen, wenn fertig ist. Jetzt probiere ich erstmal, ja. Mit dem Dekopatch hier kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen. Selbst an diesen krunkeligen Stellen, wo hier gewölbt ist, gebogen ist, klebt da einfach ein bisschen Papier drauf und Lack wieder drüber und glattstreichen. Das biegt sich, das Papier, das ist relativ weich und biegsam, aber eben auch so fest, dass es nicht kaputt geht, dass es nicht zerreißt so schnell wie bei Serviettentechnik zum Beispiel. Da muss man ja ganz doll aufpassen, dass das Papier nicht reißt. Das reißt hier nicht. Meine schwarzen Stellen habe ich dann jetzt soweit fertig. Jetzt fange ich hier schon langsam an mit diesen orangen Stellen. Und da habe ich jetzt hin und her überlegt, schneidet man sich das ordentlich irgendwie zu? Oder wie macht man das am besten, dass man hier jetzt irgendwie das einigermaßen ordentlich hinkriegt? Aber so ordentlich braucht das alles gar nicht bei Dekopatch. Da sollen jetzt witzige, lustige Muster entstehen, dadurch, dass man das jetzt hier so drauf klebt. Und also klebe ich mir das jetzt hier einfach irgendwie hin, so dass ich es irgendwie festkriege. Und dann sieht es trotzdem gut aus. So ist meine Fledermaus dann jetzt erstmal fertig beklebt, denke ich mal. So lasse ich das jetzt trocknen. Und von hinten male ich das einfach schwarz an. Und dann kann die nachher so, siehst du das? Tiefer. So hängen. Wir machen dann ein langes Band dran und dann hängt die so über den Süßigkeiten nachher drüber.
Ihr könnt natürlich auch einfach diese Pappmaché-Figuren anmalen. Die zweite hatten wir uns gedacht, die malen wir einfach an. Wir wollen ja immer verschiedene haben, verschiedene Motive. Und hier wollte ich jetzt einfach nur schwarz und dann mit meinem schönen Wachs, was ich habe, diese metallischen Wachspasten von PentArt, da ein bisschen noch drauf gestalten, weil das auch immer cool aussieht. Also erstmal schnell schwarz anmalen. Wenn die Farbe getrocknet ist, dann kann man da jetzt mit dieser Wachspaste drüber gehen, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Das ist hier Wachspaste Lila. Diese Wachspasten gibt es in verschiedenen Farben, nicht nur in Gold und Silber. Ich habe hier auch noch ein schönes Blau und Pink und Grün. Zeigen wir alles nach und nach mal. Und jetzt wollte ich eigentlich bloß hier diese Rippe wieder ein bisschen hervorheben mit diesem Lila. Diese Paste ist was Feines, die ja. Die ist edel, die ist so. Da kann man so schöne Sachen mitmachen. Das sieht immer so schön aus. Tja, machen wir auch eine lila Fledermaus? Nee. Das alles andere lässt schwarz. So wie sich das gehört. So, reicht denn eigentlich schon? Ja. Polieren noch, wenn trocken ist. Ja. So, meine, wir sind jetzt Fledermäuse, jetzt kam ich nicht auf Fledermäuse. Meine Fledermäuse sind fertig und so werden wir die dann nachher aufhängen über unser, ja, über den Eimer mit den Süßigkeiten. Da müssen die Kinder dann immer rein ihre Süßigkeiten rausholen. Ich denke mal, die sind cool geworden und die kann man in verschiedenen Varianten dekorieren. Also, das sind schon niedliche Sachen aus Pappmaché, die man da ganz toll gestalten kann. Probiert es einfach mal aus. Bleibt weiterhin kreativ. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.